Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ultimate Team von den APK Gaming Bros. Hier wieder mit eurem Alex am Start. Ja, und ich habe hier ein paar Pakete wieder, und zwar immer noch die aus dem Season Ticket und von der Special Amazon Edition. Oh yeah. Und mal gucken, was hier in dem Paket drin ist vom Season Ticket. Okay, Demichelis als bester Spieler, was ist denn noch wert? Guck ich mal ganz kurz, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, diese Leute großartig rumzuhandeln. Ich werde den einfach meistbietend weghauen. Kein Treffer, okay, dann ist es wahrscheinlich nur Bullshit, dann hau ich direkt weg. Kein Bock auf viel lang rumsuchen. Wie gesagt, Verträge nehme ich in mein Inventar und der Rest fliegt in den Müll. Und da sehe ich noch 1000 Münzen, das ist natürlich sehr schön, aber ja, die nehme ich gleich auch noch. Und der Rest kommt dann zur Ablage P. So, Objekt einlösen und den Rest lege ich mal ab, schön gediegen. So, 36.000 Münzen ist auch schon mal in Ordnung, zwar nicht so viel, aber es geht klar, kann man nichts gegen sagen. Und jetzt das Premium Gold Pack, mal gucken, was da drin ist, ob da wieder richtig Premium Scheiße drin ist. Hummels ist nice. Und 1000 Münzen. Das ist cool, der ist aber was wert, oder? Mal gerade gucken. Ich habe den, von daher brauche ich ihn nicht. Aber mal gucken, was der wert ist. Jetzt sagt mir nicht, dass der wenig wert ist. Ey, ohne Scheiß. Ja, 4000. Gut. Ja, gut. Hauschen für 4000 rein auf Angebotsbasis und gut ist. Haben wir wenigstens noch ein paar Münzen mitgemacht. Das ist schon mal in Ordnung. So, komm. 4000. Go. Na, komm. So. Senden. Ja, blub, Standardgelaber. Hier nochmal 1000 Münzen, haben wir nice. Objekt einlösen. Warum sollte ich das ablegen? Wäre ziemlich sinnlos. Vor allem, wenn ich dafür weniger kriege als die 1000 Münzen. So, da haben wir auch noch ein paar andere Spiele, aber die interessieren mich nicht. Ich habe da keinen Bock, jetzt großartig rumzumachen. Denn was ich will, ist spielen und hochkommen in den Ligen. Und genau das habe ich jetzt vor. So. Zack, Rest ablegen, 38.000 Münzen und dann bringt der Hummels vielleicht noch was. Ja, da habt ihr gerade mein Handy gehört, hab mir noch mit Pierre im Hintergrund geschrieben. So, das ist aber jetzt auch egal und ja. Dann hier spielen und auf. Nein, jetzt bin ich aufs Falsche gegangen. Das ist natürlich scheiße, wenn ich aufs Falsche gehe. Meine Sprache ist irgendwie auch im Arsch ein bisschen, egal. Hier, Liga 6 sind wir. Wir haben 3 Niederlagen, 1 Sieg gerade mal, okay. Ja, ich spiele auch in letzter Zeit extrem wenig FIFA, muss man dazu sagen, was ziemlich schade halt ist, dann gerade für meine insgesamte Spielstärke. Von daher muss ich mal ein bisschen gucken. Der braucht hier, was braucht der? Der braucht einen Vertrag oder was? Ja, okay, da kriegt er den. Der Vertrag ist hier, komm, davon habe ich genug, mehr als genug. Ich sollte vielleicht mal ein paar verkaufen. Wäre vielleicht auch eine Option, um ein bisschen Geld zu gewinnen, aber naja. Die Fitness ist auch noch in Ordnung von den Spielern. Okay, dann go. Boah, kein Schluck auf jetzt, ey. Warum ich den auch immer bekomme, wenn ich gerade spielen will oder wenn ich gerade aufnehme, ist ein bisschen unerklärlich und ein bisschen scheiße. Mal gerade mein Gamesound hier ein bisschen leiser machen. So, okay. Ja, der hat eine Bewertung von 77, eine Chemie von 98, ist ziemlich schlecht. Aber ich könnte trotzdem gegen ihn verkacken. Ich meine, ich habe eine Bewertung von 83 und eine Chemie von 100. Werden wir sehen, ob ich das schaffe, da irgendwas zu reißen oder eben nicht. Wenn FIFA endlich mal geladen hat. Yeah. In 10 Stunden, 10 Jahren. Und was ich euch sagen darf, ist eigentlich eine relativ coole Sache. Und zwar heute, ich nehme das hier schon am Mittwoch auf, auch wenn ihr es erst am Samstag sehen werdet. Hab mir nämlich gerade meine schönen neuen Festplatten bestellt. Ich habe zweimal 3 Terabyte Festplatten bestellt. Und ja, die kommen morgen, also am Donnerstag, an. Auch wenn es für euch schon Samstag ist, egal. Und ja, dann können wir richtig hart produzieren, weil zweimal 3 Terabyte, einmal eine Festplatte 3 Terabyte für Fraps und einmal eine für den ganzen restlichen Shit. Ja, wie Tondateien oder fertig gerenderte Videos oder so eine Scheiße. Und genau, dafür habe ich die und ja, dann habe ich die eine 1TB Festplatte, die ich bis jetzt genutzt habe für alle Aufnahmen, und zwar für beides, kann ich dann endlich für private Dinge nutzen. Und ja, das ist ja auch nicht schlecht. Ah nein, das hier sieht total scheiße aus, dass der hier im Angriff ist. So, nope,
Lahm, was macht er da? Ist er behindert? Dante. Okay, cool. Cool, cool, cool. Hab's geregelt bekommen. Muss mich jetzt auch mal ein bisschen aufs Gameplay konzentrieren, auf jeden Fall. Wird's geil, wenn ich die Festplatten habe. Da kann man auch extrem viel am PC aufnehmen, ohne dass man Probleme kriegt. Denn das ist quasi das Hauptproblem. Auf Konsole zocken ist nicht so ein Problem, weil, ja, die Game Capture-Karte ver... Ha, scheiße. Tor kassiert. Was ich sagen wollte, bevor ich mich gleich aufs Gameplay dann konzentriere, ist, dass die, ist, dass die Game Capture-Karte ja relativ wenig Speicher verbraucht. Also relativ gesehen, ja. Im Vergleich zu Fraps. Insgesamt immer noch ein bisschen viel, aber egal. Und dürfte ich dann damit überhaupt gar keine Probleme mehr haben, die ganze nächste Zeit mal. Und das war tierisch scheiße, denn mich regt es immer auf, wenn die Bälle so annehmen. Warum läuft der da nicht, ohne Scheiß? Ah, Mist, da habe ich direkt mit dem Draufschuss mit Blazikowski versucht, leider nicht gelungen. Scheint auch einen guten Torwart zu haben, ich weiß jetzt zwar nicht wen, aber der war gut. Nice gehalten, kann man nichts sagen. So, Kopfball, komm. Ja, Mann, nice. Kopfball, overpowered wie immer. Mit dem schönen Mandzukic. Und da kann man eigentlich schon mal das nächste Thema anreißen, was wäre der Transfer von Lewandowski im Sommer von Dortmund zu Bayern. Also ich muss ernsthaft sagen, ich finde es ein bisschen übertrieben, weil Bayern hat mit Mandzukic einen super, super klasse Stürmer. Natürlich wollen die noch ein bisschen abgesichert sein, wollen sich den Stürmer holen, der quasi noch einen Tick besser, zumindest in FIFA bewertet ist, kann man ja nicht unbedingt so übertragen, wollen die sich auch noch holen, und zwar, also haben sie sich geholt, Lewandowski, und wollen sich damit natürlich nochmal verstärken, da sie auch in mehreren Wettbewerben unterwegs sind, und da ein gewisser Wechsel dann auch immer mal, also ich bin mir auch sicher, dass da nicht einer von beiden zu kurz kommen wird, da sie ja genug Möglichkeiten haben zum Rotieren, durch Champions League, DFB-Pokal und Bundesliga, was ich vergessen habe. Frage ist dann nur, wer von den beiden ist der Depp, der immer in der Bundesliga spielen darf, und wer von den beiden ist der, der in der Champions League spielen darf? Oder ob da halt ein komplettes Rotationsprinzip herrscht, wäre ganz cool halt, dass da irgendwie keiner sich irgendwie schlechter vorkommen muss. Zum Einsatz werden auf jeden Fall, denke ich mal, beide kommen. Und die Diskussion ist jetzt wieder, Bayern kauft die Liga leer und so weiter und so fort, was ja schon von der Grundaussage ja totaler Schwachsinn ist, denn Bayern kauft sich ja Lewandowski nicht. Der Vertrag bei Dortmund ist ausgelaufen. Lewandowski hat sich für Bayern entschieden. Das heißt, Bayern bezahlt ja für Lewandowski 0 Euro an Dortmund. Sondern bezahlt nur ganz normal an Lewandowski das Gehalt, auf was die sich eben einigen. Sonst nichts. Also kann man von einem von einem Bayern kauft die Liga gar nicht reden, da Lewandowski eben keinem Verein gehört, sondern frei ist ab Sommer. Also im Moment gehört er noch einem, aber ab Sommer ist er frei. Und er hat sich auch dafür entschieden, nicht mehr für Dortmund zu spielen zu wollen. Und er hat halt ein geiles Tor mit Elia gemacht, schön durchgesteckt und dann noch geschafft. Sehr gut. Bin ich zufrieden mit. 2-1 Führung ist halt schon cool. Und was ich noch sagen wollte, primär war gerade, ja, im Endeffekt, es ist ja kein Kauf. Es ist ja einfach nur der Vertrag ist ausgelaufen und Dortmund hat sich eben mit den Beratern von Lewandowski darauf dann anscheinend, und auch mit Lewandowski selbst natürlich, der wird ja natürlich auch gefragt, wohl geeinigt auf ein cooles Angebot, auf ein gutes Gehalt von, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel es waren, aber was mit 5 Millionen oder so pro Jahr, keine Ahnung. Und die Flanke war richtig scheiße. Und von daher kann man auch auf keinen Fall gekauft reden oder Konkurrenz weggekauft. Ich meine, er wollte nicht mehr bei Dortmund spielen, hat er ja auch so mehrmals gesagt. Und damit hat sich das Ganze erledigt. Hätte niemals noch einen Vertrag bei Dortmund unterschrieben. Selbst wenn Bayern gesagt hat, nee, den wollen wir nicht mehr, dann hätte er halt irgendwo in England irgendwo unterschrieben oder so. Aber er hätte bestimmt nicht mehr bei Dortmund unterschrieben. Das ist einfach sowas von klar. Von daher kann man da auch dieses Wort Verkauf kann man überhaupt gar nicht in den Mund nehmen in dem Fall, sondern eher einfach, ja, dass eben Lewandowski nichts mehr in Dortmund will. Dass Lewandowski keinen Bock mehr auf Dortmund hat, um es auf gut Deutsch zu sagen. Ist jetzt zwar irgendwie ein harter Schnitt für alle Dortmund-Fans, aber es ist im Endeffekt so. Und man sollte das auch irgendwie respektieren, was der Spieler will. Klar ist ihm sein irgendwie Grundprinzip, er geht dahin, wo er am meisten Kohle verdient, aber anscheinend nicht unbedingt. Oder Dortmund gibt halt nicht so viel Geld, man weiß es nicht.
es ist halt so, wie es ist und Dortmund muss sich damit auseinandersetzen. Und ich denke mal, Dortmund ist auch jetzt nicht die Mannschaft, die werden sich da schon irgendeinen guten Spieler für holen. Ich meine, die haben jetzt auch die finanziellen Mittel, dass sie sich da irgendeinen Spieler für holen können, der gut ist. Und das werden die auch, denke ich mal, machen, dass sie sich da irgendwie irgendeinen holen, der da ersatzweise ganz gut, der da genauso gut ist auf der Position und vielleicht, so wie man Dortmund kennt, noch ein bisschen günstiger ist, weil er noch nicht so bekannt ist, aber schon gut ist. So, jetzt muss ich gerade mal was gucken hier. So, hier gerade mal aussetzen lassen, zack. Das war natürlich zu viel getrickst, unnötig. Das war wieder zu viel auch versucht in der Stelle. Einfach normal spielen hat man keinen Stress, aber naja, ich versuche es immer auf die schöne Art und Weise oder oft genug leider. Ah, Junge, lauf. Okay, da hat mir Neuer richtig den Arsch gerettet, ohne Scheiß. Richtig geile Parade von Neuer an dieser Stelle. Hammer nice. So, danke für den Pass. So, hier zu dem. Zack, und der läuft jetzt auch mal hier. Ah, das war richtig scheiße. Der stand zu dem gespielt hat, der da rumstand. Ah ja, sehr gut, Lauf. Oh, scheiße, da wollte ich schlupfen. Leider nicht geschafft, aber der Torwart kam gefährlich raus. Also das war kein überheblicher Versuch, sondern das war, ja, ja, es war schon sehr wahrscheinlich, dass das Flash klappt. Von daher war das schon in Ordnung. Ah, scheiße. Junge, komm, komm, komm. Schade. Junge, geh hin. Boah, was für ein Schuss, ey. Ohne Scheiß, hammer nice. Von Kroos natürlich, der einen extrem guten Schuss hat, muss man natürlich sagen. Und ja, nice Shot und... Ha, ein Drei... Nein, das war jetzt eine vergebene Ecke und eine vergebene Chance wegen Unkonzentriertheit. Lieber Alex, das war nicht gut. Und jetzt ist hier der Konter am Anmarsch. Ich hoffe, den kann ich unterbinden. Nein, den kann ich nicht unterbinden. Lauf, 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 lauf. Komm, Kopfball Dante. Sehr gut. Kopfball Dante heißt der nämlich schon, hammer nice. Lauf. Hofft, das ist kein Abseits. Doch, das ist Abseits. Mann, ey, immer dieses verkackte Abseits, ey. Wegen 2 Millimetern Penis, Asiatenpenisgröße, die der Schiedsrichter immer, ja, anhand des Schiedsrichtermaßstabs, das ist ja auch ein Asiate. Ja, Abseits. Schade. Egal. Ich führe ja noch, muss man leider sagen, 2-1 und ich muss gucken, dass ich das halten kann. Nein, oh, oh, nö, 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 komm. Junge, verpiss dich. Boah, ey, Mann, 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 hier schon wieder Trouble in, nicht in Terrorists, sondern Trouble in my hood hier, ey, das ist nicht gut. So. Komm, hier jetzt hin, so, dann. Lauf, 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 Ilya, lauf. Und Flanke. Ah, die war ein bisschen zu weit. Die sollte eigentlich gar nicht auf den kommen, sondern auf den anderen Abwehrspieler, auf den anderen Stürmer. Boah, genau, Schiri. An der Situation pfeift er natürlich ab, ey. Ich bin noch in dem ihrer, ich bin noch in denen ihrer Hälfte kurz vorm 16er und der pfeift zur Halbzeit ab. Ist klar. Genau, Schiri. Das macht jeder so. Auch in echt. Logisch, ne? Ja. Behindert. Okay, da sieht man nochmal die Torchancen. Der Gegner findet natürlich mal wieder den X-Knopf nicht, aber ist ja oft so. Naja, da müsst ihr jetzt wahrscheinlich eine ganze Zeit lang warten, bis der sich mal seinen Arsch bewegt, um es mal auf Deutsch auszudrücken. Aber we have time, so ist es eigentlich schon, ja, es geht. Scheiße mal auf den Gegner, der kann nämlich eh nichts. Denn ich führe 2-1 und nehme jetzt das Maul ganz schön groß und werde dafür bestimmt gleich ganz schön auf die Fresse bekommen. Frage, was machen die immer in der Pause? Okay, das machen wir vielleicht kurz. Man geht doch nicht während im Spiel aufs Klo. Also das kann es eigentlich nicht sein. Was trinken dauert doch keine 30 Sekunden, oder? Was trinken dauert irgendwie kurz einen Schluck nehmen, dauert 5 Sekunden vielleicht. Das würde ich ja noch verstehen. Das habe ich ja gerade auch zweimal gemacht. Aber warum es immer 3 Stunden dauert, bis die mal drücken, verstehe ich auch nicht. Lauf, lauf, mein Kleiner. Okay, zack. Und schön hier rein. Komm.
Ganz knapp vorbei, scheiße. Oh, 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 der war so knapp, ey. Nein, ganz knapp an dem Abwehrspieler vorbei. Scheiße, boah. Da auch schon wieder so knapp. Verpiss dich, nein, 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 nein. Boah, schön. Hier, komm, auf den Abwehrspieler. Hier, nein, boah. Junge, Junge, Junge. Ah, komm, jetzt muss ich mal gucken, wo spiel ich denn hier hin. Zack, da hier hoch. Boah, da wollte ich es angedreht versuchen mit Elia. Hätte ich ein bisschen mehr reinlaufen müssen, um das besser hinzukriegen. Da habe ich einfach schon zu früh den Abschluss da gesucht. Da hätte ich noch viel mehr reinrennen können und auch müssen. Und dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Aber so war das überhaupt nichts. Ja, ja, Fehler macht man. Und ich werde bestimmt wieder dafür bestraft, dass ich Fehler mache. Weil ich hier einfach nicht zum 2:1 komme und damit die Chance vergebe, hier, es klar zu machen. Sondern es wankt hier gerade einfach nur. Und das ist natürlich mir mal derbs behindert. Denn ein Tor und es ist unentschieden. Und das wäre dann sogar aufgrund meiner Chancen ungerechtfertigt. Wie man, denke ich mal, sagen kann. So, Lauf. Nein, läuft da nicht. Und da hat jemand den Ball leider abgefälscht. Irgend so ein Mongolite von denen. So. Ah, komm. Zack, danke. Boah. Kann er nicht mal. Guck mal, ich drücke direkt, bevor ich den Ball annehme, X. Dass, wenn er sich den Ball von dem abnimmt, er direkt ihn weiterpasst. Und das macht er dann erstmal nicht, weil. Ja, das geht nicht. Komm, hier so. Nein, der ist hängen geblieben. Oh, der ist auch hängen geblieben. Das ist keine gute Idee hier, sich so die Dinger zu fangen. Boah, Junge, was für ein Scheißschuss von dem, ey. Ohne Kack. Was wollte er damit bezwecken? Ich weiß es nicht, aber. Es interessiert mich auch nicht wirklich. Ich will einfach jetzt mein fucking 3:1 machen, Mann. Dass ich hier nicht so rumhampel. Lauf, Elia. Nein, da wird er abgeblockt. Schade. Nein, ey. Das war richtig knapp gerade eben. Oh, nee. Da kann er sich noch durchsetzen, ey. Das war richtig scheiße. Lauf, Alaba. Sehr gut. Da habe ich schon mit Alaba was gerissen, Mann, an der Stelle. Das ist doch mal nice. So, hier nochmal hin. Dann hier. Nein, oh. Junge. Jo, komm. Nein. Mann, ey. Der Spielaufbau war ganz gut, aber jetzt tue ich mir einen ziemlich harten Konter fangen. Was überhaupt nicht cool ist. Junge, hau weg. Junge, lauf. Boah, ganz knapp abseits. Nein. Oh, Junge, das wäre hier wirklich nur ein Millimeter. Nein, Mann. Komm, Kopfball. Boah, Junge, hau weg. Boah, kann nicht sein. Lauf. Lauft. Ich will hier kein Tor kassieren. Ah. Zack. Lauf, lauf, lauf. Ja, sehr gut. Nein, oh nee. Da war der Abwehrspieler leider am Start, ey. Das ist gar nicht cool. Ah, da unten steht auch keiner, oder? Ja, doch, da steht einer. Ganz geil. Junge, komm. Oh, Junge, nein. Und jetzt zack. Boah, die Kombinationen sind geil, aber der Abschluss ist scheiße. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ohne Mist, ey. Oh, sorry. Gegen mein Mikrofon gerade gekommen. Das hört sich für euch immer richtig scheiße an bei dem Großmembran. Boah, Junge, da kriegst du mir eiskalt rein. Und ja, Freistoß berechtigt, aber sowas von berechtigt. Wie der mir da reingekriegt hat, der kleine Nougat, ey. So ein kleiner, fetter Mongo, ey. Hat's nicht anders verdient als die gelbe oder sogar noch die rote, Hurensohn, ey. Muss man leider mal so sagen. Scheiß Spieler. Jetzt muss ich mal gucken, krieg ich's hin? Ich denk mal nein, aber man kann's ja mal versuchen. Boah, hat er gehalten, stark. Aber er ging auch gut in den Winkel, muss man sagen. Also, so scheiße war der von mir mal zur Abwechslung gar nicht. Boah, warum rutscht er dem so durch? Ey, ohne Kack. Ja, jetzt. Oh, da wollte ich ganz gechillt durchspielen, aber hat nicht funktioniert. Mist. Junge, ja. Nein! Nächste vergebene Großchance mit Groß. Haha, Judging. Großchance mit Groß. Oh, hoffentlich rächt sich das jetzt nicht wieder in der 90. Minute oder so ein Scheiß, dass ich hier so viele Torchancen versiebe. Anders kann man es leider nicht ausdrücken.
Oh, nee, komm. Ihr rennt hier nicht an, ihr Wichser, komm. Nein. Nein, das kann nicht wahr sein, schon wieder hier, so eine Kacke. Junge, nein, 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 nein. Oh, Junge, aktivier den doch mal. Alter, ist wieder allerletzte Sekunde in der Notgrätsche rein, ey. Ah, komm. Oh, da musst du auch weiterlaufen, Mann, mein Spieler. Der bleibt da einfach stehen, ey, an der Stelle. Was natürlich ziemlich scheiße ist. Ah, komm. Ja, jetzt macht er einen hier auf Risk, aber er hat ja auch nicht viel zu verlieren. Ich hingegen schon. Und er, sein Risiko zahlt sich ein bisschen aus, was mir natürlich auf die Eier geht. Und jetzt kriegt er auch noch einen fucking Freistoß von dem Scheiß-Schiri. Oh no, ey, ohne Scheiß. Nein! Wow, Alaba. Nein, oh, nee. Nein, oh no, ey. Ich will ja auf keinen Fall kassieren jetzt, ey. Sorry fürs bisschen übersteuern, aber... Oh, ich bin jetzt hier aufgerieben, ey. Ich will auf keinen Fall einen kassieren. Ah, komm, Junge, jetzt macht ihr hier aber richtig die Assi-Tour. Nein, komm! Junge, lauf. Ah, scheiße. Da hab ich gedacht, der kommt an, aber kam er nicht. Jetzt hab ich hier schon wieder Stress im eigenen Strafraum. Boah. Junge. Boah, jetzt, was hat der gemacht? Oh, Verbindung mit dem Gegner unterbrochen. Ja, da hat er eiskalt mal den Schwanz eingezogen. Jetzt zählt das hier als nix, oder was? Werde ich mal gerade sehen. Ja, doch, es zählt als Sieg für mich. Was für ein Glück, ansonsten wäre ich tierisch am Ragen wieder gewesen. Und an der Stelle sage ich dann auch mal, das war's von der Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.